Bist die Scheide. Okay, wir fangen jetzt, wir machen jetzt weiter, ne? Drei, oh. Drei, zwei, eins, los. Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max. Und der Friseur. Nachdem wir ihm kurz vorm China-Stelz-Fressen unterbrochen wurden, wo waren wir stehen geblieben? Wir machen jetzt die Exo-Abilities, spezielle Fähigkeiten des Exoskeletts. Ja, dann mach mal. Okay, fangen wir mal an. Also Exo-Abilities des Exoskeletts, wisst ihr ja, ne? Man hat so einen Anzug an und dieser Anzug hat verschiedene Fähigkeiten und ihr könnt immer eine davon wählen, die ihr dann eben benutzen könnt. Machst du gerade den Josh-Sauer-Sound? Josh-Sauer-Sound, ja. Ihr könnt ja mal bei Cakes for the Win bei Sirup nachgucken. Da haben wir tolle Stimmenimitationen von Yoshi gemacht. Von Toad. Und von Toad, genau. Also, Exo-Stim bedeutet regeneriert für einen Zeitraum mehr Leben als normal. Ja. Finde ich ein ziemlich krasses, ziemlich krasse Fähigkeit, muss ich ehrlich mal so sagen. Wie viel das ist, ja. Angeblich habe ich bei einem Ami gehört, dass das so ein bisschen wie Juggernaut sein soll. Ja. Dass man dann halt so relativ so schnell reckt, dass man halt relativ viel Leben hat. Und das ist bestimmt geil, wenn man irgendwo, was weiß ich, reinrusht, wo fünf Gegner drin sind. Oder je nachdem, wie schnell sich das auch wieder auflädt, auch im One-on-One für die geilen Quickscoper unter euch, könnt ihr dann eure Exo-Stim zünden und dann, ja. Ja, warum nicht? Ich meine, stell dir mal vor, dass in Kombination mit diesem schneller Rennen im Rennen schießen und sliden schießen und Rennen nachladen, wenn du da noch mehr Leben hast, du kannst ja echt hier so Beast-mäßig dann da rumrennen, alles bashen. Ja, genau. Boah, ey, es gibt nochmal. Exo Overclock ist das nächste, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Ey, wie das denn dann mit Messer und Schlitzer und mit Light White und so abgehen muss, das will ich gar nicht wissen. Was mir übrigens aufgefallen ist, jetzt, wenn ich das so lese, ne? Es gibt ja gar keinen mehr unendlich Sprinten. Nein! Das ist aber doof. Das ist dumm, oder? Aber unendlich Sprinten braucht man das, wenn man gescheite Schlitzer-Game. Ja, da. Also zumindest, ich gucke jetzt hier nochmal in die Tier 1, Tier 2 und Tier 3, da ist nichts mit unendlich Sprinten. Das ist ja dumm. Ist dumm. Jetzt gibt es die richtig geilen Sachen und du kannst nicht unendlich sprinten? Das ist doof. Das ist echt doof. Das mal ab. Da müssen wir mal gucken, ja. Da, also wenn, da sind jetzt schon, guck mal, wenn man sich genau damit befasst, na, da kommen schon die ersten Knackpunkte, die das Spiel schon wieder, Naja, machen wir weiter. Exo-Shield, ein schnell anwendbares Schild wird am Arm des Exoskelettes angebracht, also so ungefähr wie das hier, wie heißt dieses Schild? Ja, das Riot-Schild da. Ja, das Riot-Schild, genau. Da kann man dann halt im One-on-One, kann man halt ganz normal bisschen Kugeln abwehren. Wenn du geedit wirst von der Seite, geedit wirst von der Seite, kannst du halt das Schild rausmachen irgendwie. Mal gucken, ob das was bringt. Ich glaube, das wird keiner nehmen. Naja, ich denke mal, das kann ihn schon ganz schön nachschritten. Meinst du? Ja. Also ich weiß nicht, ich würde auch lieber dieses Exo-Stim nehmen, also mit dem Leben regenerieren. Oder vielleicht ein Movement Speed, aber das würde ich schon mal ausprobieren. Ich meine, wenn du das instant zündest, dann hast du halt das Schild vor dir. Da kann man schon ganz gut mal was abwehren. Kommt drauf an, wie schnell das ready ist, ne? Das wissen das wir stimmt. Ja. Und wie viel das schnell die einzelnen, genau. Man weiß ja nie, wie schnell die einzelnen dann wieder. Also ich habe schon mal gesehen im Gameplay, ich glaube, allzu viel aushalten tut das nicht. Das ist auch relativ schnell leer dann. Ja. So, als nächstes kommt was und ich weiß jetzt schon, je nachdem wie das implementiert ist, dass das eines der Hauptflame-Punkte in diesem Game werden wird. Je nachdem, wie es ist. Ich weiß nicht, ich glaub's nicht. Ich habe ja schon Videos gesehen, wo die Leute das angewandt haben. Also Exo-Cloak. So krass ist das nicht. Ja, genau, der Exo-Cloak wäre für eine kurze Zeit unsichtbar. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja auch immer schnell bei sowas, beim Flame. Aber das ist ja kein Ghost, ne? Das sind 5 Sekunden, man ist so verschwommen. Klar kann man da in der Zeit auch einen Kill machen. Aber ganz ehrlich, ne? Ein Camper, der das benutzt, der müsste ja erstmal irgendwo in der Ecke sitzen. Dann müsste er ihn sehen und dann müsste er das Ding noch anmachen. Es ist ja nicht so, dass du in der Ecke sitzt und das Ding anmachst, das bei stimmt. 5 Sekunden und dann ist das Teil ja dann erstmal für, weiß ich nicht, 5 Minuten leer. Also ich denke nicht, dass das so krass. Also aber ich glaube, wenn viel los ist und du gecloaked bist, dann fällst du im Eifer des Gefechts schon nicht so auf. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ordentliche Flame-Potenzial birgt, dieses Ding. Nee, ganz ehrlich, wenn ich rushe, dann würde ich dir die Cloak auch mitnehmen. Warum nicht? Ist ja geil. Du rushst durch die Gegend, machst dich kurz unsichtbar, um irgendwie zu entkommen. Also ich finde diesmal nie, dass man dann sagen kann,
Das ist eine Noob-Perk, wie halt hier, du weißt schon, Ghost Ja. Black Ops Ja, mal 1 oder gucken. so. Also Also ich wie finde es gesagt, ich eigentlich könnte in mir nur Ordnung. vorstellen, dass es da echt, dass es eine der ersten Sachen ist, die richtig geflamed werden in dem Game. Ja. Machen wir das nächste. Exo-Ho-Hover. Ja, Exo-Hover. Stell dir für einen kurzen Moment. Finde ich richtig beschissen. Oh, ich weiß auch nicht, Also ich habe es wozu. mir auch schon angesehen. Man schwebt übelst relativ, also man kann zwar so also man ist aber lahm damit. Also es ist ziemlich langsam und es geht auch nicht lange. Also ich wüsste nie, warum man das nehmen sollte. Dann mache ich da lieber hier so ein Double Jump, als dieses Hover-Zeug zu nehmen. Da machst du 360 Quickscope, No-Scope, Ja, sonst was. Game of Switch. ich denke mal, das ist für irgendwelche Camper interessant, die dann an die In der unmöglichsten Luft Stellen, campen. die glitschen dann an die unmöglichsten Und ho Stellen wieder hovern. mit dem Hover Ja. und stellst dann da drum so. Das kann ich mir richtig vorstellen, ey. Dann ist er nicht mal, da wird nicht mal gehead-glitcht, da wird dann irgendwie Map-Rand geglitcht, bevor du da mit dem Ding hinkommst. Ey. Das kann ich mir richtig vorstellen. Ey. Boah, das wird hart. Das wird richtig hart. Die werden auch wieder alles ausnutzen, was da geht. Da wird sich unter die Map gestellt, wenn es geht. Und boah, das wird schlimm. Wahrscheinlich. So, nee. Ja. Aber warte mal, nochmal, um was zu sagen. Die letzten, also man merkt schon, dass die Leute, man sagt ja immer, die Call of Duty werden immer beschissener, was auch jetzt immer so war. Aber ich glaube, bei diesmal haben sich die Leute schon noch ein kleines bisschen mehr Gedanken gemacht, was sie so machen. Also ich glaube, nach dem dritten Call of Duty, was scheiße ist oder was halt nie taugt, denken die, wir müssen auch mal ein bisschen zurückrudern und irgendwas Ich hoffe Gescheites machen. ja, ich hoffe ja. Also, ich hoffe, also es macht zumindest den Eindruck, dass sie diesmal wirklich mehr probieren. Ja, genau. Inwieweit es dann was taugt, naja. So, nächstes. Exo-Ping zeigt gegnerisches Exo-Movement und abgefeuerte Waffen auf deinem HUD. Naja, halt nochmal extra Map quasi. Ja, kann ganz gut sein wahrscheinlich. Das nächste ist aber geil. Ich glaube, so viel müssen wir dazu nicht sagen zum Ping, oder? Was? Zum Exo-Ping. Nee, weil ich meine, gut abgefeuerte Waffen. Die Frage ist, wie lange das. Zeigt es Ja. die Waffe an oder den Charakter oder was? Keine Ahnung. Das muss man gucken, ob sich das lohnt. Aber das nächste ist eigentlich echt nice. Exo Das finde Trophy ich auch cool. System. Genau, zerstört ankommende Granaten und Raketen. Das finde ich auch cool. Ja, da hast du immer so ein Trophy System mit eingebaut. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ich Die meine, Frage ist, ob man es aktivieren muss oder ob es immer aktiv ist und wenn man angeschossen wird von einer Granate oder Rakete, dass es ich einfach gehe macht. mal von aus, also ich habe das noch in keinem Gameplay gesehen, also ich gehe mal nicht davon aus, dass es permanent ist, weil das wäre ja bescheuert, wenn du wärst ja immun gegen jegliche Granaten. Ich gehe mal auf fest, was ich. Hallo? Ja? Ah, Skype ist abgekackt. Wo waren wir denn gerade jetzt? Du hörst dich gerade ultra beschissen an. Echt? Ja, also du hörst bei mir okay an. Naja, passt schon. Also, du hörst dich anders an, ja, halt nicht mehr so klar. Ja, Deine also. Engelsstimme kann man leider nicht mehr hören. Nice. Ja, jetzt geht's wieder. So, wir machen jetzt einfach das Exo-Trophy-System nochmal neu. Aber ich glaube nicht, dass es permanent alle Granaten von dir wegklatscht, weil das wäre ein Also, bisschen übertrieben. ich denke, dass es immer aktiv ist und sobald eine Granate und eine Hat's Rakete Cooldown. einschlägt, ist es dann auf Cooldown. Weil es wäre irgendwie dumm, das jedes Mal zu aktivieren. Ich meine, da geht ja Haufen Zeit Ja, verloren. es wäre dumm einmalig und es wäre dumm immer Genau, anzuhaben. genau, Insofern, ich genau. glaube auch, dass ich Immer, hab's noch immer auch nirgendwo nicht. gesehen. Ich weiß nicht, also ich vermute mal, dass es so einen Cooldown hat. Ne? Ja. Abklingzeiten, dann ist gut. So, da haben wir jetzt die Exo-Abilities. Und jetzt gibt es noch als nächstes noch was Neues. Der Exo-Launcher. Der Exo-Basher. Da geht es nämlich ab. Da kannst du nämlich jetzt Genau. von deinem Exoskelett Granaten und solche Dinge abschießen. So Genau. am Arm das Ding. Da gibt es immer die Semtex. Klebrige Granate mit Zeitzünder. Das wird ziemlich cool, ne? Da kann man wahrscheinlich mit vielleicht, wenn Scavenger die wieder auffüllt, da kann man hier Exo-Launcher-Only-Gameplay machen. Exo-Launcher hier, wie heißt Exo es? Launcher Moab. Ja, genau, ohne Da Scheiß. ist die Moab, ist dann Ja, da. sieht man Web. Das war ja geiler. Wer kennt das eigentlich noch? Ach, Schreibt ich mal in glaube, die das kennt kaum Kommentare. noch einer. Doch, das kennen übelst viele noch. Ich fand das sogar. Da ist die Moab. Das kennen auch übelst viele. Das ist aber Ja, auch schon wieder genau. 3 Jahre her oder so, ne? Ja. So, nächstes ist Tracking Drone, Ausrüstung, die Gegner markiert. Ja, das ist das, wo wir uns im letzten Video gefragt haben, gegen was diese eine Perk eigentlich wohl wirkt, Ja. richtig. Genau. Was haben wir dann? Explosiv-Drone? Eine Annäherungsdrohne, die Feinde auf dem Radar markiert und explodiert, wenn Feinde näher sind. Das ist doof, oder? Das Das ist ist so richtig so ein nuttig. Auto-Aim-Scheiß, ey. Ja. Weil ich das wieder ausgedacht habe. Da hat er wahrscheinlich Aber man irgendeiner muss drauf wahrscheinlich, geguckt. ne? Gut, man muss aber wahrscheinlich so treffen damit. No. Ja, denkst du, du schießt die einfach ab und dann heftet sie sich an nächststehenden Gegner und Aber wenn ich die an trau deinem das denen Gegner. zu.
Nee, 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 das wäre ja dann schon wieder so Rage Quit Instant Spielscheiße wegschmeißen. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Nee. Das könnte ich mir vorstellen. Hat dann irgendjemand sich die Perks anguckt und hat gesagt, das ist alles zu kompliziert, wir brauchen noch sowas, was automatisch geht. Genau wie hier die, wie in Black Ops 2, ja, wie hieß der, die Firebird, wie hieß das Ding? Hä? Hunter-Killer-Drohne. Oh, ja. War da genauso eine Scheiße. Das schießt da einfach in die Luft und dann wirst du einfach gebasht davon. Ja, das war richtig nervig, das Teil. Das war richtig schlimm, ey. Aber das wird nicht ganz so extrem sein, weil es ist letztendlich ein Secondary-Granate, so quasi. Ja. Granate und, ne. Aber wer weiß, so wie sich das anhört, kommt da einfach eine Hunter-Killer-Drohne aus deinem Arm geschleudert und dann wird's gebasht. Dann wird das ganze Team am besten für jeden ein. So, ja, einfach, genau. So. Einfach eben machen. Stun-Cunade. Kommt als Blende, desorientierte und verlangsamte Gegner kann manuell ausgelöst werden. Das heißt, man kann manuell ausgelöst. Ach, man schießt die ab, wirft und dann wartet Knopf. Und dann kann man die auslösen. Ja, oder das was? Ist neu. Ob es was bringt, mal was. Naja, zum Wegstelzen irgendwo. Die Übersetzung finde ich geil. Die nächste Granate, Frag, Granate, die man vorkochen kann. Ja, man kann halt das Ding rausziehen und warten und dann tickt die und wenn man die wirft, dann explodiert die halt. Ja, genau. Ja, so wie man es kennt. So, nächstes. Threat Grenade. Zeigt für eine kurze Zeit Gegner durch Wände. Kann man... Was das wieder soll? Ja, jetzt müssen ja auch irgendwo die Noob-Sachen am Start sein, damit sich auch der Vater von 5 Kindern, wenn er nach Hause nach der Arbeit kommt und seine halbe Stunde Call of Duty spielt und genau dich wegholt, wenn du 25 Kills hast. Ja, was 26 gibt's immer Web. Genau. Da ist dann aus, ja. Genau. Was ein Scheiß, wenn ich das jetzt schon wieder sehe, ne? Zeigt für eine kurze Zeit Gegner durch Wände, kann manuell ausgelöst werden. Gegner durch Wände, das ist einfach was, das brauchst du schlicht und ergreifend im Game nicht. Ja, ich denke mal, die Zeit wird aber nicht so lange sein, sonst wäre es ein bisschen übertrieben, dass du dann so. Ich hab's gesehen auf der Gamescom, ne? Okay, und? Gerade auf. Und? Das ist, jetzt wo ich das lese, fällt mir das auf. Habe ich noch zum Jan gemeint, sag mal, warum kann der durch Wände gucken? Ja, das war das Ding. Das war relativ. Das lange oder was? Nee. Weil das wird so wie das Oracle so sein in Ghosts wahrscheinlich. Oder so ganz kurz. Wahrscheinlich. Also war nicht so lang. Immer ja, ich glaube, ich meine, wenn man dann in die Granate reinrennt und dann weiterstellst, ja, kommt immer drauf an, die Maps sind ja auch groß genug. Ich glaube, so einen großen Vorteil hat man nie. Okay. Ja, aber höchstens, guck mal. Wenn man die irgendwo reinwirft, wo viele Gegner sind oder so, aber ansonsten wird man sehen. Mach du was Nächste. EMP-Grenade setzt gegnerische Ausrüstung und Exo-Movements außer Gefecht kann manuell ausgelöst werden. Das heißt, man kann nicht mehr doppelt jumpen oder wegsliden oder so. Oder? Exo-Movements außer Gefecht? Ja, schon. Genau. EMP. Genau, du kannst den Exo-Dings nicht mehr benutzen. Also dein. Ob dann auch aktivierte Sachen ausfallen, wie wenn man zum Beispiel. Es gibt doch. Zählen da auch diese Killstreaks, diesen komischen Roboter und so? Vielleicht. Ich meine, selbst gegnerische Ausrüstung. Also Killstreak steht da jetzt nicht. Ich könnte mir es vorstellen zum Teil. Aber was ist auf jeden Fall außer Gefecht ist, dass du dann dein Gejumpse machen kannst mit dem. Und wenn du halt Ausrüstung gelegt hast, die gehen dann halt kaputt. Ja gut, das war ja schon früher so. Aber mit dem Exo-Movements außer Gefecht, das finde ich ganz interessant irgendwie. Ja, stell dir mal vor, da hast du einen geilen Camper, der oben rum hovert und dann machst du EMP-Granate, fällt er runter. So, halt schlecht, ja. Oder? Ja. So. Nächstes ist die Smoke Grenade. Oder auch der Willy Pete in Black Ops 1. Ja. Erzeugt für eine kurze Zeit einen Vorhang aus Rauch. Kann manuell ausgelöst werden. Ey, Skype ist schon wieder abgeschissen. Jeff. Du hast gerade vorgelesen, was die Smoke Grenade macht. Ja. Mach einfach nochmal. Okay. Ja, jetzt ist der Sound auch wieder okay. Ja. Ja, und dann haben wir noch die Smoke Grenade, erzeugt für kurze Zeit einen Vorhang aus Rauch und kann manuell ausgelöst werden, also kennt man ja schon. Kennt man, genau. Und das nächste ist die Variable Grenade. Man kann zwischen Stun EMP Thread und Smoke wechseln, kann nicht manuell ausgelöst werden. Oh, ob man die Zeit dafür hat, das passend zu wählen, bin ich skeptisch. Ne, wahrscheinlich kann man schon von vornherein auswählen, also durchswitchen, oder? Ja, bestimmt, aber guck mal, jetzt so, wenn du sagst, es ist der Moment, wo ich eine EMP brauche, dann musst du erst auf EMP switchen. Ich glaube, das ist zu lahm für das Gameplay. Das stimmt, aber es wäre ja dumm, das dann mitzunehmen, wenn man einfach die variable Grenade mitnehmen kann. Ja, na gut, doch. Also weißt doch, du wie, doch, das Game geht los und du switchst dann einfach auf die du nehmen würdest. Entweder Stun, EMP, Trade oder Smoke.
Also, Nee, du kannst die in, du kannst die schon wechseln, während du sie hast, ne? Also, weil das ist ja der Nachteil von dem Ding, ist ja, dass man danach nicht mehr manuell auslösen kann, wie bei den anderen Granaten, wo das ach ja geht. so, ja, stimmt. Du kannst dann einstellen halt, ich will jetzt EMP, aber ich glaube, da ist das Game zu schnell für. Ja. Dass das was bringt. Muss mal gucken, Kann wenn es soweit ist. sein. Das letzte finde ich lustig, so eine Bumerang-Drohne. Naja. Ich weiß nicht, was man. Also, hä? Spike-Drone, eine tödliche Drohne, die auf Kommando zurückkehrt. Was auch immer. Na, das ist dieses Ding, das man dort rausschießt. So, wenn man den Gegner direkt trifft, ist er tot. Also wie so ein Stachel kommt dann Ach, so ein bisschen wie rausgeschossen. ein Tomahawk oder Ja, sowas? so ähnlich, genau. Das ist geil. Das Damage dann. Also gehe ich davon aus jetzt, dass ich habe es nämlich schon zweimal im Video gesehen, aber ich denke mal, dass das Ding war. Ja. Finde Ich ich finde, ziemlich also gut. ich, Tomahawk fand ich geil in Black Ops 1. Ja, das war cool, ja. So, dann sind wir durch mit den Perks. Wir müssen jetzt bloß unten nochmal kurz die Wildcards besprechen, weil wir am Anfang gesagt haben, es ist durchaus möglich, dass man vom gleichen Tier mehrere Perks mitnimmt. Das Genau, funktioniert. Ich das würde sagen, geht. wir machen das abwechselnd, oder? Wieder. Jo. Also fange ich mal an. Das erste ist Overkill. Overkill kennen wir schon lange aus Call of Duty. Trage eine Primärwaffe im sekundären Waffenslot. Man kann eine zweite Primärwaffe mitnehmen. Genau. Haben sie Also, übrigens nie benutzt. ich auch nicht. Kann man Nie. ja auch Arena aufheben. Außerdem sind die Sekundärwaffen so gut gewesen in den letzten Teilen, ja. Ja, Du hast das es stimmt. überhaupt nicht gebraucht. Das stimmt. Dann hätten wir die Primary Gun. Was? Primary Gunfighter? Nehme einen dritten Aufsatz für die Primärwaffe. Ja. Naja. Ja, je nachdem, was es da für Kombinationen gibt, kannst du da wahrscheinlich schon richtig übertriebene Sachen basteln, aber ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Ja. Das nächste ist der Secondary Gunfighter, nehme einen dritten Aufsatz für die Sekundärwaffe. Das ist Ja. lustig, ne? Seit wann konnte man immer zwei Aufsätze auf eine Secondary machen? Gar nicht, oder? Naja, siehst du, deshalb ja. Also muss es ja, geht ja das Spiel davon aus, dass man diesmal auf eine Secondary zwei Attachments drauf machen kann. Ja, stimmt, jetzt wo du sagst. Weil sonst würde es ja keinen Sinn machen. Das stimmt, ja, muss man gucken. So, War jetzt. das, oder war das in Ghosts auch so? Ich weiß gar Ich nicht habe mehr. keine Ahnung, ich habe Ghost nie Dann richtig haben wir gespielt, mir geht Ghost immer auf den Perk Sack. 1 Greed. Also nehme ein zweites Perk der ersten Klasse mit. Ja, das gibt es dann natürlich auch für 2 und 3. Nehme ein Genau. zweites Perk der zweiten Klasse mit, also Tier 2 und eins der Tier Ja. 3. Also man kann auch mehrere davon mitnehmen. Dann das nächste ist Taktisien oder so, ne? Schweres Tactician. Wort. Nehme eine zusätzliche Exo-Ability in den Exo-Launcher-Slot mit. Heißt das, dass man dann. Keine Granaten mehr, dann kannst du keine Granaten mehr nehmen. Verstehe. Okay. Das heißt, man könnte dann statt dem Exo-Launcher zum Beispiel Cloak und Schild mitnehmen oder Genau, sowas. das finde ich ganz cool. Da Das lässt ist sich auch cool. einiges kombinieren. Ich meine, damals, also Stim- ich und weiß noch. Bewegungsgeschwindigkeiten, sowas zum Beispiel. Das ist ganz cool, Genau, wahrscheinlich. ja. Ja. Und finde ich nice. Dann haben wir den Bombardier. Nehme eine zusätzliche Exo-Launcher in den Exo-Ability-Slot. Genau, Also da kann genau man dann umgekehrt. hier launchen ohne Ende. Da hat man dann zwei Tomahawk, also zwei hier Stickies und zwei Frags und so, ne? Ja. So, das letzte ist der Streaker. Nehme einen vierten Score-Streak mit. Ja. Finde ich geil. Was es sagt, finde ich auch geil. Und generell muss ich jetzt mal eine Sache an der Stelle sagen. Ich meine, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, wir labern schon verhältnismäßig viel zu diesem Call of Duty-Teil, ne? Im Ja. Vergleich zu den letzten zwei anderen geil. Ich finde die Kombinationsmöglichkeiten richtig geil. Ja, Zumindest wie es im Vorfeld das stimmt, aussieht. das stimmt. Das wirkt auch so richtig, als hätte sich da mal einer Gedanken gemacht. Ja, So ne, sehe ich auch vor so. allem solche Dinger, dass du dann nicht nur halt die unterschiedlichen Sachen hast, sondern dann nochmal so ein paar kleine Sachen, wie halt. Dass du dann Exo-Launcher in Exo-Ability-Slotten umgedreht machen kannst. Das mixt das nochmal ein bisschen mehr durch. Es besteht natürlich immer das Risiko, dass es da wieder Kombinationen gibt, die ein bisschen zu heftig sind, ja. Das stimmt, ja. Aber sonst kann man sich halt, also hier kann man nochmal seinen persönlichen Spielstil, so wie man gerne spielt, kann man dann nochmal irgendwie unterstreichen. Und ich habe so mehr das Gefühl, dass auch so wieder Bewegen und Rumrushen gefördert wird Ich als in hoffe den es, anderen ich hoffe es. Teilen. Ey, wenn es wieder so ein verkämpfter Scheiß wird, dann kann ich das nicht lange spielen. Das ist ja das, was wir im letzten Teil. Ich sehe dich dann wieder wie bei den letzten zwei Titeln, Max. Du bist so Level 9 oder Level 14 und sagst, nee. Ich kann das nicht mehr spielen. Ich habe keinen Bock Ich hoffe ja mehr. nicht, weil ich will, das hat ja auch einen Koop und alles dann, ne? Also da geht's richtig ab dann. Ja, ich freue mich ja auch. Es ist ja nicht so, ne? Die Leute denken immer, wir wollen kein Call of Duty spielen. Aber es ist nun mal so, wenn eben was nie Spaß macht, nur wegen Money die Videos zu bringen und nur Call of Duty zu bringen, das ist halt nie der Sinn, ne?
Nee, das ist bei echt nicht der Sinn. Deswegen machen wir das Ist nicht, ja. halt Wir wollen doof. was Gescheites machen, Gescheites halt auch spielen und Ja. uns zu nicht dazu zwingen müssen. So, ich würde Und sagen, ich wir. sage, ich muss noch mal was eins dazu sagen, dann sagen doch immer alle, ja, dann spielt doch das und das Spiel wieder oder spielt dort COD 4 wieder, aber Leute, das sagen immer alle, aber trotzdem spielt es am Ende keiner und da hast 500 Hanseln und davon sind 300 Hacker. Ja, das ist echt so. Ja, also Zumal COD 4 dieses. auf der Xbox One oder PSP gar nicht läuft. Auf dem PC kannst du natürlich auch spielen. Ja. Aber wenn du das auf der Xbox 360 spielen willst, Hexor ohne Ende, vergiss es. Ja, so sieht's aus. So, als letztes würde ich sagen, wir mal ganz kurz nochmal im Schnelldurchlauf noch ein paar bekannte Attachments, die es gibt. Das geht jetzt aber echt schnell, weil ich habe keinen Ja. Bock noch groß, jetzt mich über die einzelnen Attachments Ja, das auszulassen. ist eh das gleiche wie Also man immer. kennt viele schon. Es gibt den ACOG, gibt's. Den ACOG. Den ACOG-Scope, den Ja. ACOG-Scope. Dann gibt es ein Genau. Autofocus-Sight, kein Schimmer, was das ist, weißt du das? Autofokus seit? Ja. Weiß ich nicht, na, dieses Zielsucher, oder? Meinst du? Ja, weil Autofokus automatischer Ziel, also Kann. Fokus automatisch Ziel seit Sicht, das wird automatischer Zielsucher sein. Kann sein. Das nächste ist Dual-Magazin, kennen wir. Ah. Halt, ja, Dual-Magazin halt. Dann der Grip. Dann den Grip, dann Grenade Launcher, Laser Super. Sight unten dran zum unten dran pappen. Nee, ist es Laser Sight? Nee, das ist zum oben drauf machen. Ne? So eine Art Red Dot ist das Ja, wahrscheinlich. genau. Light White Grip, Light White Stock, das wird dann wahrscheinlich so ein bisschen was an Genauigkeit und Handling ändern an der Waffe. Mal gucken. Genau. Da gibt es ein Mikrofon, wo ich keinen Schimmer habe, was das macht. Parabolik-Mikrofon. Vielleicht kannst du da Gegner hören, aber es wäre bescheuert. Warum? Wer weiß, man weiß es nie, ey. Ja. Man hört dann um sich rum, da braucht man kein Headset mehr, wahrscheinlich hört man um sich rum genau die Gegner stelzen. Kann natürlich Was sein. auch immer. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare rein. Wir sind ja da auch nicht so komplett jegliche Ja. News Die aufgesaugt. nächsten sind noch ganz schwer. Red Dot Sight und Suppressor. Was könnte das wohl noch sein? Ja, können wir gleich überspringen. Ja. Danach kommt der Target Enhancer. Der enhanced das Target. Tja, gute Frage. Das klingt eher so ähnlich wie Focus Sight. Das sieht aus wie ein Aber. ganz normaler, ich habe ja das Bild unten drunter, das sieht aus wie ein ganz normaler plus viereckiger Red Dot. So. Ja. Keine Ahnung. Dann Thermalvisier. natürlich, Thermal muss natürlich sein. Muss Wichtig. sein. Tracker, ja, kennt man auch mittlerweile. Ja, was sind das? Ach, dieser Laserpointer, Nee, oder? ich glaube, Tracker ist wirklich dieses Ding, dieses Auto, dieses Visier, was dann halt so die Gegner anzeigt, so. Ach so, ich hätte Tracker, hört sich für mich so an, wie als könnte man was markieren oder Kann, so. das kann auch sein. Ja, das sieht auch eher so aus auf dem Bild. Erkennt man nicht Ja. so genau. So, Oder danach. einfach nur so ein Laser-Dings. So, also es sieht auch eher aus wie ein Laser auf dem Bild. Man Ja. erkennt das nicht so richtig. Als letztes gibt es Variable Dot Sight. Da kann man anscheinend Red Dot ein bisschen umstellen. Ah, okay. Genau. Dann So. gibt es ja noch mehr, ne? Dann Ja, gibt man es muss mal noch. runter scrollen. Das waren jetzt bloß so die generellen für Sturmgewehre. Dann gibt es für die Maschinenpistolen natürlich noch Rapid Fire. Das wird Und wahrscheinlich Advanced jetzt. Rifling, was wird das sein? Ja, weiß nicht, Advanced Rifling, kein Schimmer. Wahrscheinlich, dass es ein bisschen mehr Eigenschaften von einem Sturmgewehr kriegt. Vielleicht langsamer schießt oder so. Das stimmt, es geht Die Range hier hoch. steht, da geht ja die Range hoch. Ja, Ja. genau. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen das Gegenteil von Rapid Fire sein. Ja, So. wahrscheinlich. Schneiber. Na? Da gibt es die Ballistik CPU. Also wahrscheinlich ist es soll wahrscheinlich sowas wie ein Computer sein, der halt dann berechnet Projektile und so, aber nachdem er in COD eh alles geradeaus fliegt und endlich schnell ist und sonst was, keine Ahnung, was das macht letztendlich. Du hast, Naja, es ist steht halt da, dass die Handling geht runter und Accuracy hochgeht. Genauigkeit geht ein bisschen rauf. Ja. Kannst besser Quickscope. Wahrscheinlich, genau. Oh, wenn ich der kriegst, da müssen wir wieder Videos drüber machen, da machen wir uns wieder viele Feinde, wenn wir die ganzen Sniper herziehen, ja. Ich bin da selber Sniper. Du 360 siehst alles Hot, Ja, ne? ich sehe alles. Aber nur mit Stun-Grenades. Was? Das nächste ist lustig. Man kann jetzt als erstes mal eine Iron Sight an den Sniper machen. Also sprich, man kann tatsächlich mit dem Sniper, Axe. ja. Das Hä? gibt's schon immer. Nee. Nee. Nein. Natürlich. Nein, gibt's nicht immer. In COD 4 beispielsweise hatten die Sniper standardmäßig einen Zoom drauf. Ja, gut, aber in allen nachfolgenden Codes konntest du halt ganz normal einen Scope drauf machen in Iron Sight auf jedes Sniper. Das kannst du sogar in Ghosts und in Black Ops 2 machen. Ah, bin ich mir ganz Wirklich, sicher. ist so. Egal, Ist finden wir so. gut. Da können die ganzen Scoper nämlich ohne Scope scopen. Und ganz ehrlich, Max, in COD 4 konntest du das genauso machen. Da konntest du. Auch da konntest du das ACOG, Ja, glaube ich, auf das die Sniper ACOG machen. konntest du drauf machen, hast du keine Ahnung, was gehabt.
Ja, gut. Das ACOG konntest du drauf machen. ACOG, genau. Und da hast du dann sogar mehr Damage in ja, F4. Genau, das haben ja alle gespielt. Wir haben alle irgendwie M40 oder wie das Ding hieß, mit ACOG. Genau, genau. L40 oder so. Da war es dann wieder nie noobisch, ne? Da, so wurden, und, da wurden sie weggekocht mit dem ACOG. Das ist ja übrigens noobisch. Das wird immer schlimmer heute. Iron Sight oder genau, oder ein ACOG auf die Sniper zu machen, ist noobisch. Habe ich mir letztens wieder sagen. Ja, ist ja auch. In COD 4 war das, galt das halt extrem vernoobt. Aber es hat ja trotzdem jeder gespielt. So, ja. Sagen wir, Pistolen. Da gibt's wieder Advanced Rifling, halt wieder, ne, mehr Range. Da gibt's genau. Akimbo, kennen wir auch alle, ne? Ja, das finde ich cool. Das war, wenn es nicht wieder G18 Akimbo oder sowas gibt. Und Tactical Knife. Für die Schlitzer, ja. Ja, finde ich geil. Gibt's wieder Messer Runner. Ich weiß noch damals, wo das aufkam mit den Messer Runnern in MW2. Das war so lustig, ey. Ja. Krass. Aber diesmal kann man ja nicht mehr Knife Run, weil es kein Panic Knife, also kein hier Run-Dingsen mehr gibt. Ja, und wenn es wirklich stimmt, dass es nicht unendlich Sprinten gibt, dann kann man auch gar nicht mehr so geile Schlitzer und Rennen machen. Das stört mich übrigens echt, ne? Ich fände das viel geiler, wenn es schon diese geilen Sachen gibt mit Rennen und Schießen und Sliden und Schießen, dann will ich auch unendlich rennen und rumspringen. Vielleicht kann man jetzt automatisch unendlich rennen. Kann ja auch sein. Kann ja auch sein. Glaube ich aber nicht. Egal. Nee, wahrscheinlich nicht. Wir wissen ja auch nicht alles. So. Ja. Letztes LMGs. Gibt es ein Heatsink. Da kann man wahrscheinlich einfach länger schießen. Erhöhte Feuerrate. Schneller Feuerrate, schießen. Ne? So. Genau. Dass es sich mehr abkühlt wahrscheinlich oder so. Wahrscheinlich sowas in der Richtung, ja. Okay, sind wir durch. Aber genau. Wir müssen noch dazu sagen, das ist natürlich theoretisch aktiv. Ja. Es ist natürlich nicht alles. Es werden sicherlich noch ein paar, das sind die Sachen, die bis jetzt bekannt sind. Weil wir haben ja noch kein Blackbird und keine Kontodrohne gesehen und kein das und dies. Ja. Und es gibt ja so viele 1000 Waffenmöglichkeiten. Ich denke mal, dass alles die ein oder anderen bekannt. Sachen als DLC nach dem Release gleich nachgereicht werden. Da kannst du drauf wetten. Da kannst du drauf wetten. Ja, sind wir fertig, ne? Jo. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu der ganzen Sache sagt. Oder wenn ihr, was ja viele immer sagen, ist, oh, Max und Friseur und Max, ihr erzählt so viel Scheiße. Informiert euch doch mal besser und sowas, ne? Ja, genau. Das ist aber schon so alt, wie das Game ist. Wie gesagt, wir wissen ja auch nicht alles. Ja. Und was mir immer ein bisschen auf den Sack geht, sind, wenn die Leute das schreiben, allerdings nicht sagen, warum. Genau. Oder dann sollen sie halt selber ein Video machen, mein Gott. Genau. Man muss nicht immer alles 100% richtig haben, außer man hat Spaß an der Sache, ne? Ja, außer du sagst jetzt, Leute, ihr müsst euch, verlasst euch nur auf das, was ich sage. Und dann ja, das ist bescheuert, ne? Aber das machen wir jetzt. Genau. Gut. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. CU.